Deutsche Kinder und Jugendliche sollen laut einer aktuellen UNICEF-Studie eher unglücklich sein. Aber gilt dies auch für die jungen Erwachsenen, die Studenten hier an unserer Uni? Wir haben uns umgehört. Voll geil, ey. Bin voll gut. Passen wir überhaupt in ein Bild rein? Jetzt komm doch, Alter. Hätte ich nicht geschminkt noch vorher? Wo sehe ich denn die Frage? What do you need to have a really good day today? Was müsste heute noch passieren? Das ist eine gute Frage. Das ist voll die komplizierte Frage. Ja, auf jeden Fall die Sonne. Dann habe ich eigentlich immer gute Laune. Wenn ich die Leute sehen kann, die ich sehen will. Und ich hoffe, die Uni geht schnell vorbei. Es dürfte heute nicht mehr regnen. Die Sonne müsste rauskommen. Ich sollte mir mehr überlegen vorher, glaube ich. Die Uni ganz erfolgreich abschließen mit den Vorlesungen und sowas, alles erstmal mitnehmen. Ja, und dann sollte man sich abends noch einen schönen Abend machen mit den Kollegen. Der Wetterbericht sollte endlich mal stimmen und er sollte lauten, dass das Wetter auch in den nächsten Wochen genauso sonnig bleibt. Nichts mehr. Es ist schon perfekt, so wie es ist. Ich habe alles erreicht, was ich heute haben machen möchte. Ich habe mich gerade um eine Position beworben hier in der Uni und was ich nur noch bräuchte, ist die Zusage dafür, auch wenn ich das Vorstellungsgespräch noch nicht hatte. Es müsste eventuell noch eine Stelle hier in der Uni frei werden, die mir eben offeriert wurde, wo eventuell noch, wenn Formulare ausgefüllt werden, ich die Stelle bekommen würde. Dann wäre es ein schöner Tag. Also wenn wir mehr Freizeit haben, weniger Stress, dann wir sind einfach mehr glücklich. Dass wir mit unserer Präsentation fertig werden. Genau. Das wäre schön. Ja. Alles müsste ausfallen und dann könnte ich nach Hause gehen und dann hat mein Freund am besten schon für mich gekocht. Außerdem sollte sich die Versicherung noch melden, weil ihr Handy kaputt ist und vielleicht, wenn die sich melden, wäre es auch schon ein guter Tag. Also erstmal muss das Training gleich gut laufen. Also wir sind auf dem Weg zum Sport. Dass länger die Sonne scheint und dass die Überschwemmungen im Osten sich langsam abebben. Ich würde mich gerne mit meinem Freund vertragen. Und es müsste was ausfallen, würde ich sagen. Nee, Quatsch. Ich bin nur noch eine Vorlesung hier, also das ist in Ordnung. Mein Tag ist eigentlich ganz, ganz entspannt. Es müsste heute Abend was super Leckeres zu essen geben. Ich hoffe, ich habe noch was zu essen zu Hause. Die Vorlesungen sollten noch ganz interessant laufen und das Wetter sollte möglichst schön bleiben, weil ich nachher noch zu meinem Pferd fahre und dann mit dem rausgehen möchte. Ich bin zufrieden. Nettes Märchen treffen oder so. Die Sonne muss scheinen. Ja. Und wir brauchen Schokolade, deswegen sind wir auch gerade hier unten. Ich würde heute dann meine Schlüssel für die neue Wohnung kriegen. Dann wäre es perfekt. Dass ich meine Pflicht hinter mich bringen kann, dass ich dann noch Zeit habe, um was Entspanntes zu machen mit Freunden oder so. Schwimmen und Tutorium fällt aus und wir können vorher nach Hause gehen. Ich möchte was gewinnen. Nein, nein, nein. Weltfrieden. Es wäre sehr schön, wenn die nächste Vorlesung ausfallen könnte. Dann würde der Tag für mich perfekt sein. Tschüss. Cut.